Hallo und weiter geht es. Wir wollen jetzt mal Kazumi rekrutieren. Probleme mit Kollektoren? Ja, habe ich. Geben Sie mir bitte Ihr Passwort, Commander Shepard. Schweigen ist Gold. Schön, Sie endlich kennenzulernen, Commander Shepard. Kazumi Goto. Ich bin ein Fan. Hat Cerberus Sie über die Mission informiert? Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass Sie nicht früher zu mir gekommen sind. Vermutlich meine Schuld, weil ich so schwer zu finden bin. Was hat Sie zu Cerberus gebracht? Das ist eine lange Geschichte. Kurzfassung, Sie haben mich gesucht, also habe ich Sie beschattet, um den Grund dafür herauszufinden. Es stellte sich heraus, dass Sie jemanden suchen, der sich Ihnen für eine wichtige Mission anschließt. Und für die Verpflichtung haben Sie einen ordentlichen Bonus angeboten. Es gibt da etwas, wobei ich Hilfe brauche. Und so kam der Deal zustande. Und jetzt sind wir hier. Was soll das mit dem Passwort und der Heimlichtuerei? Sind Sie in Schwierigkeiten oder so? Ich bin der beste Dieb der Branche, aber nicht der bekannteste. Ich muss vorsichtig sein, damit es so bleibt. Außerdem musste ich sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr. Sie sind wirklich Commander Shepard. Schön, dass Sie dabei sind, Kazumi. Können wir gehen? Ich habe nur leichtes Gepäck. Und das befindet sich bereits an Bord Ihres Schiffes. Und ich freue mich wirklich, dass Sie mir bei dem Raub helfen. Ich kann es kaum erwarten, Sie in formeller Kleidung zu sehen. Ich habe das Gefühl, Sie wissen etwas, das ich nicht weiß. Hat man es Ihnen nicht gesagt? Und mir werfen Sie Geheimniskrämerei vor. Ich suche nach der Greybox meines früheren Partners. Ein Mann namens Donovan Hock hat sie genommen und ich habe vor, sie zurückzuholen. Ich nehme an, eine Greybox ist so eine Art Hardware. Es ist ein neurales Implantat, fast überall illegal. Speichert Erinnerungen, Gedanken, Geheimcodes, brisante Informationen. Die Greybox, um die es hier geht, gehörte meinem Partner Keiji Okuda. Wir haben lange zusammengearbeitet, bis Hock ihn getötet hat. Erzählen Sie mir von Ihrem früheren Partner. Sein Name war Keiji Okuda. Der beste Hacker und Schlossknacker, den ich je getroffen habe. Leider hat er einen Fehler gemacht. Und seine Tarnung flog auf. Er hat etwas gestohlen, das er hätte liegen lassen sollen. Er hat mich gewarnt und gesagt, dass es ein Fehler war. Und wenn es rauskäme, könne es einen interstellaren Krieg auslösen. Diese Information hat ihn das Leben gekostet. Was könnte denn so schlimm sein? Das hat er nicht gesagt, nur dass es gefährlich war. Er sagte, wenn es rauskäme, hätte die Menschheit ein Riesenproblem. Er hat alles verschlüsselt und in seinen eigenen Erinnerungen versteckt. Um die Information zu entschlüsseln, müsste man unsere gesamte gemeinsame Zeit durchgehen. Diese Erinnerungen sind jetzt alles, was von ihm noch übrig ist. Ich verstehe, warum Sie sie zurückhaben wollen. Sie zurückzuholen wäre mit Ihrer Hilfe erheblich einfacher, Shepard. Was wissen Sie über Donovan Hock? Mr. Hock ist ein anerkannter Geschäftsmann. Waffenhändler, Mörder. Nicht gerade ein toller Typ. Sein Anwesen ist berühmt dafür, dass man nicht reinkommt. Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden. Wird Ihnen gefallen. Hock wird es sicher nicht sonderlich schätzen, wenn sich Leute in sein Haus einschleichen. Ich rechne immer mit Problemen. Deshalb sind Sie hier. Was ist das für ein Raub, den Sie da planen? Nicht hier, Shepard. Sie werden informiert, wenn es soweit ist. Ich brauche noch etwas Zeit, um die Details festzuzurren. Ich habe mir allerdings erlaubt, Ihnen passende Abendgarderobe zu besorgen. Sie wollen doch sicher präsentabel aussehen. Wenn Cerberus Ihnen das zugesagt hat, dann erledigen wir das auch. Es wird bestimmt lustig. Und mit etwas Glück müssen Sie nicht mal Ihre Waffe ziehen. Wir sollten das Ganze beenden. Sie sehen albern aus, wie Sie da rumstehen und mit einer Werbung reden. Wir sehen uns an Bord. Nun gut, dann werden wir jetzt mal nach Bickenstein fliegen. Thank you.
Holzmann, kannst du mir helfen? Na, warte mal, das wollen wir ja gleich mal in Angriff nehmen. Sie sehen toll aus, Miss Allison Gunn. Hawk wird den Blick gar nicht mehr von Ihnen abwenden können. Allison Gunn ist wohl meine Tarnidentität. Sie leiten eine kleine, aber professionelle Söldnertruppe in den Terminus-Systemen. Genau solche Leute respektiert Hawk. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen einen Ruf zu verpassen. Papiere, Zeugen, ein Artikel im Wochenblatt für harte Kerle. Solange Sie mit ihm nicht übers Geschäft reden, sollte es keine Probleme geben. Ich nehme an, es gibt einen Grund für diese Verkleidung. Gepanzert würden Sie bei einer Party der höheren Gesellschaft etwas deplatziert wirken, meinen Sie nicht? Sie sehen toll aus. Sie sollten so etwas öfter tragen. Nochmal, mit was für einem Mann haben wir es zu tun? Hawk ist ein Waffenhändler und Schmuggler. Er hat meinen Partner getötet und seine Greybox gestohlen. Davon abgesehen ist er gar nicht so übel. Reich, charismatisch und jederzeit bereit, einem Mann den Schädel aufzumeißeln, um an die neuralen Implantate im Inneren zu kommen. Netter Mann. Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig. Unser Freund Hawk gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem Allergrößten von ihnen zu huldigen. Unser Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren, mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hawks Tresorraum, irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie sie öffnen und sich ausrüsten. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen Keijis Greybox zurück. Und ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Sie haben hart an dieser Sache gearbeitet. Keiji muss Ihnen viel bedeutet haben. Ist das so offensichtlich? Keijis Greybox enthält viele unbezahlbare, persönliche Erinnerungen. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Aber das Geheimnis, das er entdeckt hat, ist gefährlich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich sie nicht hergebracht. Was ist in der Greybox, das den ganzen Aufwand rechtfertigt? Die Greybox enthält Keijis Erinnerungen. Alles, von den Codes und Plänen, die er gestohlen hat, bis hin zu unserer gemeinsamen Zeit. In den Erinnerungen verbirgt sich das Geheimnis, das er gestohlen hat. Keiji hat mir nie gesagt, worum es sich dabei handelt. Aber wegen dieser Information wurde er umgebracht. Das dürfte interessant werden. So ist es gedacht. Wir sind da. Nach Ihnen, Miss Gunn. Moment bitte, Ma'am. Es scheint ein Problem mit der Statue zu geben. Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Allison Gunn. Sehr erfreut. Sir, die Scanner registrieren überhaupt nichts. Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Ilium gekommen, nur um Ärger zu machen, oder? Sie dürfen passieren, Miss Gunn. Schließlich haben Sie eine Einladung. Aber Ihre Begleiterin muss ich bitten, draußen zu bleiben. Das verstehen Sie hoffentlich. Kein Problem. Sie sind der Gastgeber. Genießen Sie die Party.
Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Irgendeine Idee, warum er sie weggeschickt hat? Nein. Wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und niemand weiß, wie ich aussehe. Er ist nur vorsichtig, nehme ich an. Kann's ihm nicht mal verdenken. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter wie geplant. Nur, dass Sie jetzt sämtliche Gespräche führen müssen. Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Wir halten Funkkontakt, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Wir müssen die Tür finden und rauskriegen, welche Sicherheitsmechanismen es gibt. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt. Tür zum Tresorraum finden. Wie haben Sie bloß die Lage auf Aleph in den Griff bekommen? Ach das, ein bisschen Gewaltanwendung, ein bisschen Druck und bumm, erledigt. Da geht's zu einem Sicherheitskontrollraum. Irgendwann müssen wir da vermutlich rein. Sehen wir uns den Tresorraum an, damit wir wissen, was wir tun müssen. Gut, kann man mit ihm ja reden, ja mal. Meskan? Wir müssen okay. Den Tresorraum untersuchen, Gunn. Mit Hock können Sie später plaudern. Ja, machen wir. Was halten Sie von diesem Archangel? Durch ihn ist es zu teuer geworden, auf Omega Geschäfte zu machen. Aber angeblich haben sich jetzt Söldnertruppen zusammengetan, um etwas... Ja, den Archangel werde ich auch noch holen. Sehr hübsch. Hier drin ist mehr, als ich erwartet hatte. Passwortgeschütztes Stimmenschloss. Kinetische Barriere. DNS-Scanner. Vermutlich aus der EX-700-Reihe. Alles, was ein Tresorraum braucht, um unbezwingbar zu sein. Haben wir jetzt ein Problem? Ich bitte Sie. Haben Sie vergessen, wen Sie vor sich haben? Für das Stimmschloss brauchen wir eine Stimmprobe. Dazu müssen Sie mit Hock ein Schwätzchen halten. Und das Passwort müssen wir auch beschaffen. DNS? Kinderspiel. In Hocks Privaträumen finden wir bestimmt jede Menge DNS-Proben. Und die Barriere? Strom abschalten. Klappt immer. Müssen wir nur finden. Keiji würde mit so einem System im Schlaf fertig. Und ich bin noch besser. An die Arbeit. Okay, gut, dann plaudern wir mal mit. Sieht aus, als würde das Stromkabel der Barriere hier unter dem Boden verlaufen. Ich stelle ihr Universalwerkzeug so ein, dass es auf elektromagnetische Felder scannt. Okay. Dann laufen wir jetzt mal der Stromleitung hinterher. Sekunde. Damit müsste die Barriere erledigt sein. Gut. Dann hätten wir das ja schon mal erledigt. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Da ist er. Sie müssen nur dafür sorgen, dass er lange genug redet, damit ich eine Stimmprobe nehmen kann. Lassen Sie Ihren ganzen Charme spielen, Chip. Wenn Sie soweit sind, geht's los. Charme? Ich habe keinen Charme. Nach Ihnen. Miss Gunn, schön Sie zu sehen. Hoffentlich hat die kleine Szene an der Tür Ihnen nicht den Abend verdorben. Ich kann die Sicherheitsmaßnahmen ja verstehen, aber wer würde es wagen, in Donovan Hocks Haus einzubrechen? Gunn, unsere Branche lockt bestimmte Elemente aus ihren Löchern. Nur wenige wissen, was wir alles tun müssen, um die Barbaren auf Distanz zu halten. Die Leute von heute wollen Bequemlichkeit, Unterhaltung, Liebe. Sie begreifen nicht, dass die Galaxie ein empfindliches Konstrukt ist. Sie müssen sich nämlich nur um ihren unmittelbaren Luxus kümmern. Und warum? Weil Leute wie ich und Sie all die schrecklichen Dinge erledigen, damit die Galaxie sich weiterdreht. Diese Party ist für uns. Die Putzkolonne. Die Garanten für die trügerische Illusion, in der Galaxie herrsche Frieden. Möge es immer einen Markt für unsere Güter und Dienstleistungen geben. Jetzt haben Sie ihn aber wirklich zum Reden gebracht. Wir haben genug für eine Stimmprobe. Lassen Sie ihn gehen. Genießen Sie die Party, Miss Gunn. Sobald wir das Passwort haben, kommen wir damit an dem Stimmscanner vorbei. Gut.
Wo sind denn jetzt aber nochmal seine Privaträume? Hier komme ich ja nirgendwo durch. Warte mal, was war eigentlich hier drüben? Aha! Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Freigabe und darf hinein. Mit wessen Genehmigung? Hawk hat mir die Genehmigung zum Betreten erteilt. Hawk kennt die Vorschriften. Sie kommen nicht rein, solange mein Kommandant es nicht genehmigt. Genießen Sie die Party. Privaträume. Da müssen wir rein. Dort ist die Chance am größten, DNS von Hawk zu finden. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Freigabe und darf hinein. Mit wessen Genehmigung? Hawk hat mir die Genehmigung zum Betreten erteilt. Hawk kennt die Vorschriften. Ja, klappt nicht, ne? Sie kommen nicht rein, solange mein Kommandant es nicht genehmigt. Genießen Sie die Party. Ja, gut. Es muss eine Möglichkeit geben, da reinzukommen. Sehen wir uns um. Gut, warte mal. Ich war hier draußen ja noch gar nicht. Was? In Privaträume schleichen. Ja, kann man doch so machen. Aber ich will mich noch mal kurz hier draußen... Mr. Hawks Tresorraum soll ja ganz exquisit sein. Wer sagt das? Er lässt doch keinen auch nur in die Nähe. Bla, 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 bla. Party, unmöglich rausschleichen. Alles ist heil, abgelegt, bla, bla, bla. Chief Row, ha? Huh? Die scheint ziemlich hart zu sein. Wenn wir den Funkverkehr der Wachen anzapfen, bringt uns das vielleicht nützliche Informationen. Ach, was heißt hier anzapfen? Wir schleichen uns da einfach rein. Probieren wir es einfach mal. Schattenschlag. Ja. War's das jetzt hier schon? Okay, warte mal. Suchen Sie nach allem, wo sich verwertbare DNS befinden könnte. Aber bitte schnell und leise. Aha. Was gefunden? Nein, nur ein Credit. Meine Lieberlerei müssen die doch eigentlich gehört haben. Keine besonders tolle Speichelprobe, aber dennoch verwertbar. Aber für den Scanner brauchen wir mehr als das. Leer. Schade. Ein Zigarettenstummel wäre zu schön gewesen. Keine DNS, aber... Hawk hat anscheinend versucht, KG's Greybox zu knacken. Offenbar übersieht er irgendwas. Bisher hat er die Verschlüsselung noch nicht geknackt. Keine Haare, keine Hautschuppen. Die Putzfrau muss wohl ziemlich gründlich sein. Sauber. Das ist eine Pflanze. Ja. Zeit zum Aufstehen. Verdammt. Gut. Oh gut, Entschlüsselung, Projekt, bla bla, bla bla. Entschlüsselung, Sprachen. Wahrscheinlich finden wir Hawks DNS auf seinem Datenpad. Er scheint davon geradezu besessen zu sein. Aber ich bin nicht sicher, ob das ausreicht. Suchen wir weiter. Holographisches Terminal. Hier ist nichts zu finden. Die Putzkräfte wagen es nicht, solche Schätze zu berühren.
In dem Staub finden wir bestimmt Tauzellen. Das müsste ausreichen. Nichts wie raus hier. Geil. Gut. Muss ich auf dem gleichen Wege wieder gehen, wie ich hier reingekommen bin, oder kann ich die Tür benutzen? Oh, warte mal. Wie geht's denn hier jetzt nochmal hin? Ah, hier. Aber eins würde ich jetzt mal ganz kurz ausprobieren. Habe ich noch nie ausprobiert. Kann ich jetzt hier wieder raus? Nee. Kann ich jetzt noch mal mit ihm sprechen? Miss Gunn? Nee. Gut, dann wollen wir mal... Es hat geklappt. Die Barriere ist unten. DNS-Identifizierung bestätigt. Willkommen, Mr. Rock. Wir brauchen das Passwort. Suchen wir eine Sicherheitskonsole, die wir hacken können, um die Information zu beschaffen. Ach. Willkommen, Mr. Hawk. Gut, Sicherheitskonsole. Ja, warte mal, wo denn jetzt? Okay. Warte mal, wo ist eigentlich jetzt die Wache, die hier vorher schon abgeblieben? Habe ich die mit abgeknallt? Eine Sicherheitskonsole. Wo ist denn mal eine? Lassen Sie mich die Tür zum Sicherheitskontrollraum für Sie öffnen. Ah, hier. Erledigt. Bin bereit, wenn Sie es sind. Hier nicht rein. Mach die fest! Ich habe eine Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Bla bla bla. Perugia. Haben Sie was? Das Passwort lautet Perugia. So hieß der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat. Hübsch. Und jetzt nehme ich Hocks Stimmprobe und... Geschafft. Jetzt können wir den Stimmscanner austricksen. Okay, dann wollen wir mal. Aber bei dir so eine Bude hier würde ich auch nicht Nein sagen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Passwort erforderlich. Perugia. Stimm-ID akzeptiert. Willkommen, Mr. Rock. Ich kümmere mich um die Überwachungskameras. Gehen Sie vor und ziehen Sie sich an.
Okay, warte mal. So, sie kriegt auch die Carnifex. So, hier kann ich schulken. Gut. Tana, schulken, Tana, das kann ich jetzt Firestone. Für den Bogenprojekt habe ich eh nur einen Schuss und daher. Ja. Das ist also Hocks Tresorraum. Sehr hübsch. Dieser Scanner spürt die Greybox auf. Sie ist ganz in der Nähe. Okay. Michelangelos David. Also, wow. Meinen Sie, wir würden das durch die Tür bringen? Wohl eher weniger. Hier ein Krukana, eine Rachni. Noch ein Krukana. Hock hat wirklich Geschmack. Das muss man ihm lassen. Eine Rachni-Königin. Naja, es gibt eben für alles Liebhaber. Sieht gar nicht besonders aus. Könnte aber eins der wertvollsten Stücke hier drin sein. Turianische Kunst ist außerhalb von Pelevin sehr selten. Aus gutem Grund, würde ich sagen. Sieht aus wie eine quarianische Inschrift. Wow, das muss ziemlich alt sein. Wann haben die Quarianer zum letzten Mal was auf einen Stein geschrieben? Unheimlich. Ich könnte dafür immer noch einen guten Preis erzielen. Sogar außerhalb der Allianz. Asari geraten wegen sowas total aus dem Häuschen. Das ist beeindruckend. Keine Ahnung, was es sein soll. Man hat das Gefühl, seine Augen würden einem folgen. Gruselig. Wow. Man stelle sich vor, sowas kommt in einer dunklen Gasse auf einen zu. Das ist hübsch. Irgendwie entspannt. Was auch immer das darstellen soll. Ein Modell der Kara. Das ist sowas wie eine turianische Titanic, habe ich gehört. Okay. Das ist eine Casa Locust. Nein, die Casa Locust. Die Waffe, mit der zwei Präsidenten erschossen wurden. Großartig. Hock hätte sicher nichts dagegen, wenn wir uns die ausborgen. Das nehme ich mit. Oh mein Gott. Da ist sie. Bemühen Sie sich nicht, Miss Goto. Ein Codeschloss. Ich hatte schon an der Tür den Verdacht, dass Sie es sind. Und dass Sie es dann bis hierher schaffen würden, war klar. Sie kennen mich. Ich enttäusche andere nur ungern. Ich brauche den Inhalt Ihrer Greybox, Kazumi. Und Sie wissen, dass ich Sie dafür auch töten würde. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend, das muss ich zugeben. Sie sind in meinen Tresorraum eingedrungen, als hätte er offen gestanden. Nein! Habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Jetzt sagt er nichts mehr. Tötet sie! Ach Gott. So, Moment mal. Ach, jetzt könnte ich den Granatwerfer gebrauchen. Sehen Sie das? Siehst du mich? Schicke Drohne los! Ach, Kacke! Verschwinde! Ich sehe sie!
Überprüfe die Baupläne. Im Osten befindet sich ein Landeplatz. Nichts wie raus hier. Joker, hierher mit dem Shuttle. Sofort. Warte mal. Ich nehme jetzt doch mal Bogenprojektor, Raketenwerfer, Granatwerfer. Nehmen wir die mal mit. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, wie viel Schuss ich für den habe. 11! Na, wunderbar! Oh ja, toll, dann fällt ihn nicht anders. Wow! Wer hat mir denn gerade voll eine verplättet? Okay, gut. Jetzt könnte ich doch den Granatwerfer oder den Raketenwerfer gebrauchen, aber naja, egal. Gut. Wenn wir es ja noch mit mehr Max zu tun kriegen, dann ist er Bogenprojekt. Wir sind aus dem Tresorraum raus. Festsetzen. Verdammt! Wir müssen einen anderen Weg finden. Das werden wir schon, hoffe ich zumindest. Gut, dann wollen wir mal hier uns nochmal kurz umschauen. Hier PDA hacken. 4200, okay, wie machen wir mal? Warte mal, wo kommt denn jetzt hier mal was? Nein. Ah, okay, gut. Okay, warte mal. Ach. Ja. Lohnt sich nicht mehr. Okay, gut, scheiß drauf. So, warte mal. Oh, Alter, was war das denn eben gerade? So, warte mal, wo sind denn jetzt hier noch Gegner? Okay, okidoki. So, warte mal. Gibt's hier noch irgendetwas wie irgendwie eine Ressource? Nee. Okay, die Tanks. Ah,
warte mal. Instabile Tanks, da kann ich ja drauf schießen. So, dann gehen wir mal ein bisschen hier weg. Um diese Tanks in die Luft zu jagen, brauchen wir schwereres Gerät. Ah ja, hier oben. Stimmt, ja. Ja. Alles klar. Das hat gereicht. Lass sie nicht mit meinem Eigentum entkommen. Deine Eigentum. Tötet Allison ganz und bringt das andere Mädchen zu mir. Gut. Jetzt ist der Bodenprojektor unbrauchbar. Geben Sie auf, Kazumi. Sie wissen doch, was mit Ihrem Jüngerchen passiert ist, als er sich aufgelehnt hat. Reden Sie nicht so über Keiji. Sie Mörder. Ich wollte eigentlich die Kisten jetzt hochjagen. Gehe in Deckung. Wow, 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 wow. Jetzt siehst du mich. Da sind sie. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Okay, wollen wir mal weitergehen? Haltet sie beschäftigt. Ich werde das selbst erledigen. Okay. Da kommen sie. Das hat sicher wehgetan. Gut. Waren das jetzt schon alle? Nein. Okay, warte mal. Gibt's hier noch irgendetwas? Lagerkiste öffnen. Ja, mal her damit. Nope. Dann wollen wir mal nach draußen gehen. Kann ich mal abspeichern hier.
Es hätte für das Ganze einen einfachen Weg gegeben, Goto. Jetzt zeige ich Ihnen den harten. Augen nach links! Warte mal ganz kurz. Warte mal, ich habe hier Disruptor-Munition. Die hört doch gegen Schilde. Okay, warte mal. Vor uns. Tarne mich. So, wo ist es? Achso, der war ja schon tot. Jetzt habe ich nur noch einen einzigen Schuss nur noch. Jetzt könnte ich. Wenn ich es bis zum Schiff schaffe, kann ich die Schilde außer Betrieb setzen. Ach komm, das bringt doch nichts. Was haben Sie Ihrer Begleitung erzählt, Kasumi? Dass Sie das aus Liebe tun? Ja, erstmal könnt ihr lachen. Verschwinde! Wow, jetzt hier mal in Deckung gehen, ja. Wenn sie entkommen, werde ich die ganze Galaxie nach ihnen durchsuchen. Habe freies Schussfeld. Los geht's! Noch mehr. Ach, jetzt könnte ich echt den Bogenprojektor gebrauchen.
So, das war's für ihn. Ja, okay, gut, hier hätte ich mir die nochmal holen sollen, dann hätte ich für ein Wohnprojekt was gehabt, glaube ich. Na egal. Kazumi, wenn du das hier siehst, bin ich bereits tot. Die Information, die wir gefunden haben, ist hier drin. Eine Riesensache, Kazumi. Wenn der Rat jemals davon Wind bekommt, dann könnte die Allianz darin verwickelt werden. Kazumi, ich habe die Informationen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Und den Schlüssel dazu habe ich in deine Greybox eingespielt, damit sich niemand das komplette Paket greifen kann. Aber wenn ich tot bin und jemand von dieser Sache erfährt, dann habe ich dich zur Zielscheibe gemacht, Schatz. Es tut mir so furchtbar leid. Keiji. Ich kenne dich, Kazumi. Du wirst diese Erinnerungen für immer behalten wollen. Aber du weißt auch ohne neurales Implantat, dass ich immer bei dir sein werde. Bitte, Kazumi, lösche diese Dateien. Das ist alles, was ich noch tun kann, um dich zu schützen. Das kann ich nicht. Sonst ist doch nichts übrig. Leb wohl, Kazumi. Ich liebe dich. Gibt es keine Möglichkeit, nur die Information zu zerstören? Nein. Keiji ist ein Meister im Verschlüsseln von Dateien. Er hat die Information mit seinen Erinnerungen verschmolzen. Man kann das eine nicht bekommen, ohne das andere zu erleben. Wenn es für Sie wichtig ist, behalten Sie sie. Sie müssen nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ja, das bin ich. Ich tauche unter. Niemand wird wissen, dass ich existiere. Ich glaube, das will ich. Danke, Shepard. Licht aus, Strom aus, Stadt aus. Okay, Erfahrungspunkte erhalten. Darauf war erfolgreich, Keiji so gut, dass das wurde zurückgeholt und bleibt in Kazumis gutes Besitz. Donovan Hock wurde bei der Zerstörung seines Gears getötet. Kazumi ist loyal. Bla bla bla. Ja, Kazumi, neues Outfit. Locus, Tech, Credits. Und ein bisschen Platin. Gut. Ach Gott, jetzt habe ich auch noch das Outfit an. Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.